Yo Leute, was geht und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Kirmes Entertainment und der zweiten Folge der ersten Staffel von Profi-Kommentare. Ja, auf jeden Fall brauche ich mal ein neues Intro. Schreibt mal in die Kommentare, was für eine Begrüßung euch besser gefallen würde als Yo Leute, was geht. Finde ich irgendwie ein bisschen, keine Ahnung. Falls euch nichts einfällt, lassen wir es einfach und jetzt zu diesem Video. Für die, die nicht wissen, was dieses Format ist, ich habe mir auf den Seiten vom Phantasialand oder vom Europapark oder vom Moviepark oder was auch immer, in dieser Folge jetzt nur Moviepark und Phantasialand, eben Rezensionen und Kommentare ausgesucht, über die bzw. über die Ansicht der Personen, die diese Kommentare bzw. Rezensionen verfasst haben, man sich schon etwas streiten kann. Wir schauen uns diese Kommentare einfach mal an, ich sage ein paar Worte dazu und... Das Format haben auch schon andere Leute gemacht, wie Ride Review und Co. Aber sie machen es nicht mehr und deshalb führe ich dieses Format jetzt einfach weiter. Und ohne viel zu labern würde ich sagen, kommen wir einfach direkt zum ersten. Ja, ich habe auch in der letzten Folge vom Phantasialand gemacht und auch in dieser Folge ist der Großteil Phantasialand und noch zwei vom Moviepark, glaube ich, weil einfach beim Phantasialand irgendwie die meisten Leute irgendwas schreiben. In der nächsten Folge, denke ich, gehe ich mal Heidepark und Europapark oder so, aber dazu kommen wir dann beim nächsten Mal. Also, kommen wir erstmal zum ersten Kommentar. Diesen habe ich auf der Seite vom Phantasialand bzw. auf der Google-Bewertungsseite da gefunden. Und der stammt von... Wurde vor einer Woche, wenn ihr das Video seht, vor einer Woche, hochgeladen. Und die schreibt... Nicht gut für kleine Kinder und teuer. Das liest man tatsächlich überraschend häufig oder hört man auch überraschend häufig, selbst im Park manchmal, wo ich mir so denke, was? Guck doch mal auf den Parkplan. Man muss nur auf den Parkplan gucken und bei Berlin und dann Fantasy, da sind ja nur Attraktionen. Gut, mit Ausnahme von Winter's 4, Winter's Force und dann eben dem Tempel, ist ja alles im Fantasy-Bereich für Kinder ausgelegt. Da sind ja Kinder-Flatrides, es gibt einen ganzen Kinderbereich oben in Woostown. Vakubate und so, das sind ja alles Attraktionen für Kinder und auch in Berlin dann dieses kleine Riesenrad und so. Also solche Kommentare, im Verhältnis zu den Thrill-Attraktionen würde ich sagen, gibt es sogar mehr Kinderattraktionen als Thrill-Attraktionen. Und deshalb sind solche Kommentare, regt mich einfach irgendwie auf, weil immer das jemand sagt oder schreibt, aber es ist einfach Schwachsinn. Ist einfach so. Ja, kommen wir direkt zum zweiten. Dieser kommt von... Und der schreibt, Ausschilderung und Orientierungshinweise vor Ort sehr mangelhaft. Mitnahme eines Hundes nicht zu empfehlen. Herzlichen Glückwunsch. Ein Freizeitpark ist nicht perfekt, um einen Hund mitzunehmen. Herzlichen Glückwunsch für die Erkenntnis. Ja, sehr schön. Das denke ich mir auch immer so, wenn ich halt Leute im Park sehe, dann laufen die da rum mit so einem Hund. Also, sie laufen ja nicht mal rum, weil mit so einem Hund... durch so einen Park laufen, machen auch die meisten Leute nicht, weil es einfach Schwachsinn ist. Also setzen sie sich irgendwo hin. Aber dann... Also wenn man einen Hund hat, kann man den nicht für den einen Tag irgendwo abgeben oder so. Muss der dann in einem Freizeitpark mit rumlaufen. Das ist halt so... Ja. Also Mitnahme des Hundes nicht zu empfehlen. Hinweisschilder zu Ausgängen nicht vorhanden. Orientierungsplan nicht gut aufgebaut. Ist vielleicht gar nicht mal so falsch. Das liegt einfach an dem begrenzten Platz. Es ist einfach etwas unübersichtlich, wobei Orientierungsplan nicht gut aufgebaut, finde ich jetzt eigentlich nicht. Der Parkplan von Phantasialand ist, ich denke mal, das ist zumindest damit gemeint, eigentlich ziemlich übersichtlich. Aber halt die Wege, ja, gut, aber da kann das Phantasialand nichts für. Und dafür dann einen Stern nur zu geben, naja. Machen wir weiter mit einem weiteren Kommentar aus dem Phantasialand. Dieser kommt von... Und der schreibt, hallo, beim Phantasialand sind schlechte Mitarbeiter. Bei der Black Mamba steht, dass man 5 Minuten warten muss und ich warte schon 5 Minuten und eine Sekunde. Das finde ich un... Ach ne, der gehört hier gar nicht rein. Der nächste Kommentar ist von... Und die schreibt... Im Sommer keine Frage, ein tolles Erlebnis, aber das Winterland ist einfach nur ein Reinfall. Das beste Winter-Event Deutschlands. Das Phantasialand Winterland. Ich habe mir das Phantasialand im Winter bedingt durch die Bilder sehr schön vorgestellt und wurde jetzt Samstag bitterlich enttäuscht. Kaum geschmückt, ein Bereich ein bisschen festlicher mit Schnee, ansonsten einfach nur traurig. Lieblos gestaltet. Definitiv nicht normal. Oh, definitiv nicht normal. Da stimme ich teilweise sogar zu.
In der Nacht ist der Wintertraum mega geil mit den ganzen Lichtern und so. Aber am Tag, ja gut, das ist wirklich gar nicht mal so geil da. Die Deko ist, naja. Also man muss schon sagen, die im Europapark ist wirklich nicht besser. Diese Figürchen, die da an manchen Ecken rumstehen, sind noch gruseliger als der Weihnachtsmann im Phantasialand. Aber die Deko ist halt irgendwie sehr altmodisch. Die sagen immer, sie würden sich für jedes Jahr was Neues, Krasses überlegen. Es sieht trotzdem jedes Jahr gleich aus und die Deko ist auch immer die gleiche. Also, naja, es ist schon schön, aber am Tag, ich habe jetzt auch keine kreative Idee für das Phantasialand. Wenn ihr eine habt, schreibt es einfach in die Kommentare. Leite ich dann weiter. Kommen wir zu Kommentar Nummer 8. Dafür geht's in den Moviepark. Und den Kommentar fand ich eigentlich ganz lustig, denn diese Person schreibt einen Kommentar, den man teils nachvollziehen kann. Ein Stern beschreibt den Park ganz genau. VIP-Ticket hin und her und All You Can Eat für 99 Euro. Kleingedruckte lesen. Mehr als schlecht. Warten ist das Hauptprogramm. Kasse, ewiges Warten. Speedpass abgeholt, ewiges Warten. Speedpass-Eingänge liegen so versteckt und schlecht ausgeschildert. Und dann bekommt man ein billiges Bändchen mit Strichcode. Zweimal Wasserbahn und der Strichcode ist weg. Ewige Wartezeit trotz Speedpass. Ewiges Anstehen beim Essen etwas zu trinken bekommen ist noch schlimmer. Das Essen bekommt eine Note 5. Der Laden ist zu 99% darauf ausgelegt, einem das Geld aus der Tasche zu ziehen. Überall Geschenkeshops und Glücksspiele. Ringwerfen, Dosenwerfen etc. Teilweise aufdringliche Angestellte. Attraktionen sind einfach nur alt. Alles, was in Richtung Horror geht, ist überfüllt. 1 bis 3 Stunden Warten gehört dazu. Der Park müsste dringend überarbeitet werden, alles etwas stark abgenutzt. Bei den Toiletten riecht es, als wären ja ein paar Tage schon nicht geputzt worden. Der Park ist sein Geld nicht wert. Mehr oder weniger kann das jetzt mal so stehen gelassen werden. Aber der letzte Satz, den finde ich wirklich klasse, denn er gibt uns noch einen Tipp. Geld sparen und zum Disneyland Paris fahren. Ah ja, schließlich passt ja nichts besser zusammen als Disneyland und Geld sparen. Wait, what? Kommen wir nun zum letzten Kommentar auf meiner Liste. Das ist ebenfalls ein Kommentar aus dem Phantasialand. Und da schreibt uns... Tut mir leid für meine negative Rezension, aber die Gänge, die durch den Park führen, sind viel zu eng. Wo war ich jetzt? Das Essen, das verkauft wird, ist fettig und preislich viel zu überzogen. Junge. Preise für Essen sind im Vergleich zu anderen Freizeitparks in einem absolut angemessenen Verhältnis im Phantasialand. Ich meine, wenn sich jemand aber auch schon über fettiges Essen in einem Freizeitpark wundert oder beschwert und deshalb, warte, wie viele Sterne? Ein Stern gibt, da fragt man sich schon so, naja. Manche Mitarbeiter im Park wirken frustriert und unmotiviert. Wartezeiten an fast jeder Achterbahn bis zu einer Stunde, es sei denn, man hat dieses Sonderticket. Der Tag im Phantasialand war schnell vorbei. 6 Stunden insgesamt vor Attraktionen gestanden für genau nicht einmal eine Minute Adrenalin. Ich werde das Phantasialand nicht wieder besuchen. Ja, und damit bis zum nächsten Video und ciao.